Oh, ich hab's geschafft. Oh, 15 Minuten, das ist mir egal. Ich hab's geschafft. Und jetzt kommt etwas ganz Neues für mich. Denn ich habe ihn zwar einmal schon geschafft offscreen, aber ich habe mir das Outro nicht angesehen. Die Insel ist nicht ganz runtergefallen. Was soll das denn? Okay. Es hat aufgehört. Die Insel hat aufgehört, herunterzufallen. Vielleicht wurde all die negative Energie geschwächt, nachdem wir ihn besiegt haben? Ich weiß nicht, aber es sieht aus, als ob unsere Arbeit hier beendet wäre. Es tut weh. Was? War das Ballos? So heiß. Die. Ach du Scheiße. Leute? Leute? Leute, ich hab Angst. Was zum. Ich will hier raus, ich kann mich nicht bewegen. Die Mauer. Die Wand, meine ich. Hilfe? Helft mir. Es tut weh. So heiß. Wir werden zerquetscht werden. Hier! Ballor. Nicht Ballos. Balrog! Hier seid ihr. Genau wie Misery gesagt hatte. Du bist gekommen, um uns zu retten. Haltet euch gut fest. Oh Gott, das ist knapp. Lasst uns gehen! Oh, geil. Duah! Haha. Ich mag Balrog. Geht es deinem Kopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Cool. Ah, Leute, ich habe Cave Story geschafft. Also ich bin so froh und er kann fliegen, cool. Phew, das war knapp. Ah, ich dachte, ich wäre jetzt Schrottmetall. Sieht so aus, als ob wir dir noch ein weiteres Mal etwas schulden würden. Na, dankt mir nicht. Ich habe bloß das getan, was Misery mir gesagt hat, dass ich es tun soll, oder mich gefragt hat, dass ich es tun soll. Misery? Du meinst diese Hexe? Das ist richtig. Ich dachte, dass sie uns gehasst hat. Ich dachte sogar, dass du uns hassen würdest. Ihr habt Ballos besiegt, richtig? Als ihr das getan habt, wurde unser Fluch aufgehoben. Nun muss weder ich noch Misery irgendwelche Befehle von irgendwem annehmen. Ich dachte, ihr wärt eigentlich nur Idioten. Also nicht Idioten, sondern Jerks halt so. Arschlöcher, die es mögen, andere Leute fertig zu machen hier. Aber ich nehme an, es war alles die Schuld der Krone. Nun, ihr erntet, was ihr sät. Nach allem, Misery ist. Moment. Aha. Nach allem ist Misery diejenige, die ihn dazu brachte, die Krone überhaupt anzufertigen. Was du nicht sagst. Ja, das sage ich. Okay. Also dieses Ende ist ja mal viel schöner als das schlechte Ende, wo wir dann mit dem Drachen fliegen, also mit Ballos, nicht Ballos, ich bringe gerade die Namen durcheinander. Ich bin einfach nur froh, dass ich das Spiel geschafft habe. Mit Ballos zu fliegen ist viel schöner. So. So? Also, was werdet ihr jetzt tun? Ich kann euch überall hinbringen, wo ihr wollt. Du hast recht. Unsere Mission ist vorbei. Und jetzt will ich bloß mein Leben leben. Irgendwo, wo ich mich entspannen kann und eine schöne Aussicht habe. Hehe. Weißt du was? Wäre es in Ordnung, wenn ich da mit euch mitkommen würde? Sicher! Lass uns alle drei zusammenleben. Wirklich? Ich werde dich den Ort aussuchen lassen. Find uns bloß einen guten Platz, okay? Ah, du hast alles klar, werde ich machen. Okay, haltet euch gut fest. Oh, schön. Wir haben es geschafft. Oh ja, und jetzt nochmal Credits, ein letztes Mal. Ah, wunderbar. Und da fliegen wir mit Balrog zusammen. Das Bild habe ich auch auf meinem Kanal. Surface Dwellers, Plucky looks up to her brother, Su Sakamoto. Okay, cool. Wer war das an? Egal, da ist Ballos. Ah. Und da sind wir beide, die verdammten Engel da. Ich hasse euch. Ah, schön. Und der Kampf gegen den Doktor. Oh ja. Oh ja, und da sind alle schön, die mitgemacht haben. Misery! Oh.
Nicht alleine Santa. Und Choco und Maiko. Ach ja, genau, da sind wir mit der Rakete nach oben abgehauen. Hehe. Und Curly. Juhu. Ah, und The Collins, das sind die, die mit Curly zusammengelebt haben. Da sind wir auf der Outer Wall auf dem linken Bild. Hajime, ein Hündchen von Jenka. Und der Kampf gegen Balrog vor dem Felsen, wo er so wild mit den Raketen geschossen hat. Ah, genau. Und hier im Labyrinth beim Doktor, wo wir die Medizin holen mussten. Ah ja, es ist ein so schönes Spiel. Irgendwann werde ich es nochmal spielen, aber jetzt habe ich erstmal genug davon. Vielleicht mache ich irgendwann dann doch mal einen Speedrun, aber nein, nein, ich muss jetzt wirklich erstmal was anderes spielen. Ah, ich bin so froh, ich bin so froh, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Jawohl. Oh Mann. Numahachi, der Statuen-Carver, also der die Statuen gemacht hat. Jenkas Sorrowful Brother, Balos. Oh ja, er sieht ein wenig krank aus, aber naja. Monster, Leaps and Hops. Ja, Critter, verdammte Mistviecher. Und die blöde Tür, ja. Oh ja. Hey, da ist der Schattenballos. Balrog. Warum verwechsel ich die beiden die ganze Zeit? Okay, das ist cool. Immer kümmert sich um die anderen. Hihi. Cool, coolala, die Queen Jelly. Und Rebel, der Violent Mimiga. Die Press, ja. Die verdammte Press. Und das ist die Hündchen. Und es gibt Nachwuchshündchen. Oh, wie niedlich. Guckt euch die kleinen Viecher an. Und das ist der Doktor. Naja, der Professor, meine ich. Oh, schön, oh, schön, oh, schön. Oh, ja, an old friend, the porcupine fish. Okay, das hat gerade ein bisschen geleckt, keine Ahnung. Egal. Und die Roboter, die explodieren sie wieder? Und? Ja, sie explodieren wieder, oder zumindest der eine. Und die Boots, die kleinen Engel. Und die, naja, gut, die Mesas, die waren jetzt nicht so schlimm, aber die Boots. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Und die Bosse. Igor. Dann Balfrog. Cooler Name. Omega, das Maschinenmonster. Und da ist Arthurs Grab auf der rechten Seite. Und Pooh Black, der Geist. Oh ja, oh ja. Iron Head, der aus einem anderen Spiel von Pixel stammt. Der rote Dämon. Nur wahre Helden treffen ihn. Oh ja, da fliegen wir, juhu. Die Heavy Press und Hate and Madness given Flash. Balos. Oh ja, das Bild sieht auch etwas krank aus. Und die Musik, oh ja, oh ja. Ich habe auch mal auf YouTube nach Remixen und so gesucht von Cave Story und da gibt es ziemlich coole. Und dann nicht. Moment, Sue ist schwarz. Also, dunkelhäutig? Cool. Wusste ich nicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich war die ganze Zeit nur gewöhnt, dass sie weiß ist, wegen dem Mimiga-Fell, dass ich das überhaupt nicht erwartet habe. Egal. So, boah, ist das viel Musik. Und das Misery. Das war vorher noch nicht. Und sie ist jetzt vom Fluch befreit. Nicht schlecht. Ah, cool, cool, cool. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, ja. So, das sind alle anderen. Das erinnert mich an das Ende von Little Big Adventure. Zumindest ein klein bisschen. Das Ende. Vielen Dank. Ja, gut, eigentlich hätte ich jetzt auch noch erzählen können, was ich eigentlich als nächstes vorhabe. Aber, gut, das mache ich jetzt noch schnell. Wird nicht viel, was ich jetzt erzählen kann. Nämlich einmal, was ich wahrscheinlich heute Abend direkt noch anfangen werde, ist Little Big Adventure. Womit ich ursprünglich auf dem anderen Kanal angefangen habe. Und weil ich ja noch dabei parallel etwas Blindes spielen möchte, also nicht etwas Blindes, etwas blind, so, das ich vorher nicht kenne, werde ich Shantae spielen. Ich hoffe zumindest, dass man es so ausspricht. Das ist ein Spiel für den Game Boy Color und hat kaum einer gespielt, deswegen ist es auch eine versteckte Perle. Und ich bin einfach mal gespannt. Ah, und ich lehne mich in meinem Stuhl zurück. Ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Ich habe Cave Story durchgespielt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Falls es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Also, dann seht ihr noch, was für andere Spiele ich dann vorhabe und was so noch kommt. Und Kommentare dürft ihr auch gerne schreiben. Also Feedback habe ich auch sehr gerne. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein, was ich erzählen könnte. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut!